was passiert durch diese ganzen Nachrichten, die da kommen? Ja? Es wird ein heftiger Druck auf unser aller Unterbewusstsein ausgeübt. Druck ist gleichzusetzen mit Stress und Stress macht krank. Das ist hinlänglich bewiesen. Also wenn dein Gehirn unter Stress gesetzt wird, dann sendet es Impulse aus und unser Körper, dein Körper, mein Körper, geht in den Kampfmodus. Der kann unterschiedlich aussehen. Entweder wir erstarren, wir flüchten oder wir kämpfen. Erkennen ist krasser als tun. Ich bin überzeugt, dass Klarheit der Schlüssel zu sich selber ist. Mein Name ist Jan und mein Podcast hat zum Ziel, dich zu inspirieren, dein Leben und dein Business noch reicher und klarer gestalten zu können. Dafür gibt es bei mir Solo-Folgen und Gespräche mit interessanten Gästen in meiner Show. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude mit dieser Podcast-Folge. Moin aus Hamburg. Der dritte Tag meiner Challenge. Und ich gebe zu, noch macht es total viel Spaß. Frag mich mal zum Ende des Monats. Jeden Tag eine neue Folge. Ja, und vielleicht wirke ich heute etwas empathielos auf dich mit dieser Folge. Will ich gar nicht sein. Trotzdem möchte ich das Thema Druck und Angst auf diesem Weg so angehen, wie jetzt, wie ich den jetzt angehe. So, Punkt. Also, ich komme auf das Thema, weil ich in der letzten Zeit an diesen neuesten Schreckensnachrichten trotz Nachrichtenabstinenz meinerseits nicht drumherum komme. Die sozialen Medien beschäftigen sich ja gefühlt mit nichts anderem mehr. Ja, der Virus, der uns alle auslöschen wird und dazu noch die Grenzöffnungen beschäftigen die Menschen wirklich sehr. Also mein Cousin, mit dem ich heute noch Kontakt hatte, lebt übrigens mit seiner Familie in China, mitten in dieser im Epizentrum des Virusausbruches, über den ja gerade so heftig berichtet wird. Er ist massiv überrascht, wie hysterisch die Deutschen gerade reagieren. In China ist Hysterie irgendwie gar kein Thema. So viel dazu. Und warum komme ich darauf? Naja, vielleicht, weil China ja das Land des Lächelns ist. Kleiner Spannungsbogen so für den restlichen Podcast. Ja, aber was passiert durch diese ganzen Nachrichten, die da kommen? Ja, es wird ein heftiger Druck auf unser aller Unterbewusstsein ausgeübt. Druck ist gleichzusetzen mit Stress und Stress macht krank. Das ist hinlänglich bewiesen. Also wenn dein Gehirn unter Stress gesetzt wird, dann sendet es Impulse aus und unser Körper, dein Körper, mein Körper, geht in den Kampfmodus. Der kann unterschiedlich aussehen. Entweder wir erstarren, wir flüchten oder wir kämpfen. Und du erkennst das super bei Menschen. Jemand, der Konflikten schnell aus dem Weg geht, ja, der ist zum Beispiel im Fluchtmodus. Und wenn du das erst einmal bei Menschen erkannt hast, kannst du diesen Menschen super manipulieren. Was ja auch ständig auf dieser Welt passiert. Menschen werden manipuliert. Ich habe mal in einem Vertrieb gearbeitet und ständig wurden die Umsatzzahlen so drastisch erhöht, dass sie unerreichbar waren. Was war das Ergebnis? Ja, wir haben malocht bis zum Umfallen. Auf Pausen wurde verzichtet, Zwischenmenschliches verwandelte sich in Konkurrenz. Ja, und der Chef der Firma konnte uns sehr leicht lenken. Oder ich habe dort auch mitbekommen, dass eine Mitarbeiterin die Bestätigung des Arbeitsverhältnisses gebraucht hat, damit ihre Aufenthaltsgenehmigung verlängert wurde. Sie hat diese unter der Bedingung bekommen, dass sie auf ein Drittel ihres Gehalts verzichtete und doppelt so viel Umsatz abliefern musste. Ja, sich auf diesen Deal, darauf hat sie sich eingelassen und nach einem Jahr war sie seelisch fertig. Stress und Druck lassen uns ganz automatisch keine klugen Entscheidungen treffen. Wenn du eine visuelle Bestätigung brauchst, was Druck so anrichten kann, dann such doch mal auf YouTube nach Filmen, in denen man Bananen, Billardkugeln, Bowlingkugeln in eine Presse spannt und dann das Ganze aktiviert. Das sind wirklich tolle Aufnahmen, die dann in Zeitlupe aufgenommen werden. Du glaubst gar nicht,
wie toll so eine stabile Billardkugel quasi explodieren kann, wenn genug Druck auf sie ausgeübt wird. Und du siehst, Druck ausüben geht da auch sehr langsam, weil das Ding ist ja nicht wie so ein Fallbeil und kommt runter, sondern das baut sich ganz langsam auf. Menschen, die dich unter Stress, unter Druck setzen, verfolgen damit immer nur ihre eigenen Ziele. Die sind meist nicht zu deinem Vorteil. Unter Druck und Druck auszuüben, ich habe heute schon eine Menge gesprochen am Tag, und Druck auszuüben ist viel einfacher, als seine Ziele durch Aufklärung und Motivation zu erreichen. Ja, Eltern, die ihre Kinder zum Lernen zwingen, wollen bestimmt etwas Gutes. Sie wollen, dass das Kind einen guten Schulabschluss macht. Nur ist das Druck ausüben ein klares Zeichen, dass sie es nicht schaffen, das Kind so zu motivieren, dass es von alleine lernt und dabei Spaß hat. Wer Druck aufbaut, der spielt immer mit der Angst des anderen. Damit wird in meinen Augen die Menschenwürde desjenigen unterdrückt und ganz klar angegriffen. Weiter wird natürlich auch die Kreativität des Menschen zerstört. Ja, wir haben ja sowieso schon die Herausforderung, dass wir unsere angeborene Kreativität in unseren ersten 10 Lebensjahren verlernt bekommen. Da muss ja nicht noch der kümmerliche Rest verschwinden, oder? Was kann man also tun, um sich von Druck zu lösen? Da gibt es ein tolles Tool, das ich dir jetzt verrate und du kannst es gleich anwenden. Und du brauchst dazu keinen Coach der Welt. Das ist das Großartige an diesem Tool. Also, bist du bereit? Ich verrate dir jetzt das Geheimnis der Geheimnisse, wie du Druck abbauen kannst. So, und jetzt ist meine Notiz gerade eben weg. Toll, ne? Ha, die Technik. So, also. Nee, das habe ich natürlich jetzt nur gemacht, damit der Spannungsbogen aufgebaut wird. Okay. Also. Toll. Ja. Nimm eine Sprühdose in die Hand. Also wenn du jetzt gerade keine hast, besorg dir eine, ne? Nimm die Sprühdose in die Hand. Ganz genau, so eine Farbsprühdose, am besten mit roter Farbe. Aber andere Farben tun es zur Not auch. Spray eine 12, ganz wichtig, also die Zahl 12, keine 11 und keine 13 an deine Wohnzimmerwand. Dann nimm ein Glas Tomatensoße und werf es gegen die 12. Mache 3 Purzelbäume, bitte um die Kraft der heiligen Wohnzimmertische und rufe 10-mal Hurz. Wenn du das Ganze auch noch filmst, sende mir bitte diesen Film zu, denn ich möchte mit dir zusammen laut lachen. Also, du hast schon gemerkt, der Tipp ist nicht vielleicht nicht der eigentliche Tipp. Der Tipp ist, fange an, deine Situation nicht zu ernst zu nehmen und lache mal wieder über. Und das ist wirklich jetzt mein Ernst, ne? Lache über dich und nicht mit dir. Schau mal, was das mit dir macht. Lachen macht Mut. Und da, wo Mut ist, kann sich Angst nicht breit machen. Da, wo Mut ist, kann dich niemand unter Druck setzen. Und auch mal im Ernst, wenn ganz Deutschland unsere Politiker und Journalisten der Nachrichtenmedien mal einen Monat lang jeden Tag auslachen würden, dann würden wir endlich mal die Hetze, die Angstmacherei und dieses Aufreißerische in den Medien, ja, das würde einfach verschwinden. Ja, Druck und Angst machen, also Druck und Angst zumachen, ist ein Machtmittel. Wenn du jemanden oder einer Situation dieses Mittel nimmst, dann hat er oder die Situation keine Macht mehr über dich. So, zum Abschluss dieser Folge gibt es noch ein kleines Gedicht von Hoffmann von Fallersleben. Ja, hoffe ich, dass ich das auch so zum Ausdruck bringe, wie ich das gerne möchte. Es heißt Mut. Übrigens, Hoffmann von Fallersleben hat 1798 bis 1874 gelebt. Also Mut. Wag es und die Welt ist dein. Eine neue Welt gestalte, wenn in Trümmern liegt die alte, ohne Trost und Hoffnungsschein. Rege dich und schalt und walte, neue Lebenskraft entfalte, wage es, froh und frei zu sein. Lerne dulden und ertragen, lern im Unglück nicht verzagen, wage es, frei und froh zu sein.
Auch in diesen trüben Tagen ist ein Glück noch zu erjagen. Wage es und die Welt ist dein. Für heute sage ich, bis dann, der Jan. Vielen Dank, dass du bis hierhin gehört hast. Und wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes sehr freuen. Oder du folgst mir bei Spotify, teilst meine Folgen mit deinen Freunden, sprichst drüber oder du rufst mich einfach an. Für heute sage ich, bis dann, der Jan.